Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gerätevideo. Erinnert euch sicher daran, dass ich euch den Laser gezeigt habe und die Laserschranke, mit der wir den Shadow Master optimieren. Und auch heute soll es um diesen Laser gehen, aber in einem anderen Punkt. Denn dieser Laser hat eine tolle Besonderheit. Das ist unser Laser und der kann Punktgitter initiieren. Es gibt verschiedene, wir haben 5 Aufsätze insgesamt. 2 davon sind für uns wirklich nützlich. Das eine ist eine horizontale Form, so ein bisschen wie ein Fischauge, nur horizontal. Damit können wir sogar aus einer relativ nahen Distanz den Raum mit Punkten illuminieren. Da gilt ungefähr die Entfernung zur Wand sozusagen oder zum Punkt, den man beleuchten möchte. Mal 1,5 ist die Breite, das heißt, es ist 1 Meter weg, dann tut der eine Breite von 1,5 Meter abdecken. Und bei dem normalen Raster ist es ungefähr 1 mal 1 ein bisschen weniger, ich würde mal sagen so 0,95 mal 0,95. Ich zeige euch das mal kurz, ich habe den Breiten drin, den viereckigen werde ich euch jetzt nicht direkt zeigen, den verwenden wir eher seltener, das wäre eher bei langen Gängen zu denken. Und lange Gänge überwacht man eher selten, allerdings mit dem, der hat eine riesige Reichweite, also der Laser selbst, falls ihr ihn gesehen habt, hat 10 Kilometer und selbst mit der prismatischen Streuung kommt er locker hunderte von Metern weit. Und ich zeige euch das mal an der Wand. Genau, und wie ihr seht, das ist eindeutig der horizontale. Ich kann natürlich auch vertikal machen, wenn ich das wollte, aber man geht ja davon aus, dass sich das etwa in denselben Rahmen bewegt wie ein normaler Mensch. Deswegen ist horizontal ganz interessant. Was ich euch zu den Lasern noch zeigen will, ist ein kleiner Unterschied zu dem Laser, wie er vorher war. Das ist der Laser in Rohform, sage ich mal. Anschalter. Hier ist ein Gewinde, da ist dann die Batterie drin. Man kann es sich anklammern, wenn man möchte. Hier vorne ist dann der Aufsatz, wo der Laser rauskommt. Ich mache den jetzt nicht an, weil da ist so viel dahinter. So, und das ist der Laser Normalzustand, wo er einen ganz einfachen Punkt macht. So, es gibt wie gesagt Aufsätze. Das hier ist einer von diesen Aufsätzen, das ist der schmale. Ich mache den kurz drauf. Ist relativ simpel mit einem Gewinde. Sieht dann vorne so aus. Und ja, zack, haben wir das Gitter. So, wozu dient dieses Gitternetz oder wie es im Englischen gern genannt wird, das DOT, also Dot für Punkt Gitter. Und ja, die Frage ist natürlich, wir wollen ja versuchen, zumindest im Bereich der Parapsychologie, der Phänomenologie, Geister zu finden, Spuk zu überwachen. Und man kann sich gut vorstellen, je nachdem an welche These man geht, wenn es eine Seele ist, die sich manifestieren muss, wenn das eine Energie ist, die sich formen soll oder eine Energie, die aus einer anderen Sphäre übertritt, das sind ja alles, ich sage, verschiedene Thesen, sehr grob jetzt gesagt in Theorievideos, kommt dazu später dann noch ganz viele Einzelheiten, aber bei allen Fällen hätten wir das Problem, es wird sehr, sehr, sehr viel Energie benötigt. Und es muss ja geschafft werden, dass entweder ein Lichtreiz nach außen kommt, dass wir quasi nur Licht sehen, oder aber, dass sich tatsächlich eine körperliche Form bildet. Es gibt Geister, die sehen aus wie du und ich, sage ich immer so schön. Man weiß natürlich nie, ob das gut ist, aber viele hatten halt auch schon früher berichtet, dass sie Leute gesehen haben, die dann gar nicht da waren. Dann gibt es die klassischen Geister, wie man sie so aus Filmen meistens kennt, so weiß einfach, eine weiße Gestalt. Die weiße Frau ist in Europa ja sehr weit verbreitet, sowohl von Sagen als auch von Sichtungen. Dann gibt es natürlich noch die, ich sag mal, in der Moderne ein bisschen aufgekommenen Schattenmenschen, dunkle Gestalten, die wie Schatten aussehen. Und ja, als letztes Geister, die in keiner physischen Form auftauchen, was theoretisch das häufigste ist, was auch Sinn ergibt, weil wie gesagt, eine physische Gestalt anzunehmen, das heißt also aus einer Energie eine Art Materie zu pressen oder meinetwegen nur ein Plasma, das ist energetisch krass aufwendig. Da muss theoretisch die Ruheenergie, also E ist gleich mc², überwunden werden,
Das ist wahnsinnig energieintensiv. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir reden da hier in der Energie von Atomkraftwerken. Das ist rein mathematisch zumindest, sofern nicht eine andere Physik dahinter steckt, die uns unbekannt ist, erstmal undenkbar. Aber worum es geht, ist, wenn da eine halbtransparente Gestalt rumläuft, dann würde sie zumindest das Licht von diesen Punkten höchstwahrscheinlich brechen, weil sie irgendeine Form an Materie, meist nicht Feststoff, sondern Plasma, das ist so eine Zwischenstufe zwischen fest und flüssig, sage ich mal, haben würde. Und das könnte man dann eventuell mit den Punkten besser verdeutlichen, als wenn einfach nur so ein Schem, der halbtransparent oder transparent fast ist, durch die Kamera läuft. Dafür ist diese Punktüberwachung gedacht und auch für dieses Phänomen der Schattenmenschen, weil bei denen gibt es nur zwei Varianten. Variante 1, sie sind korporal, eine Dunkelform. Da würden sie, wie wenn ich mit Schwarz durchgehe, die Punkte, ich sag mal, hervorheben, die würden optisch näher kommen. Oder Variante 2, was ich als Wissenschaftler für wahrscheinlicher halte, auch tatsächlich, was Aufnahmen angeht, die ich gesehen habe und auch das eine, was wir selbst im Tunnel mal gesehen haben, dass sie jegliche Energie absorbieren. Ich weiß nicht, ob den Leuten Vanta Black bekannt ist oder Vanta Black eigentlich. Das ist das absolute Schwarz, sagt man. Und mein Schwarz hier seht ihr teilweise auch, weil es immer noch ein bisschen reflektiert, da ihr seht Lichtquellen drauf, es ist nicht komplett schwarz. Bei Vanta Black würdet ihr nur wirklich schwarz sehen. Und bei Schattenmenschen ist das ähnlich wahrscheinlich, dass sie so schwarz sind, dass sie jegliche Energie, die sie trifft, absorbieren. Und daher dann natürlich auch nicht sichtbar sind. Würde so jemand dann durch so ein Punktgitter laufen, würden die Punkte dann komplett verschwinden. Was bei Schattenmenschen gerade besonders halt interessant ist, ist, dass sie sich in der Regel wohl extrem schnell bewegen. Von den Videos, wenn man so schaut, würde ich sagen, ungefähr 10-mal so schnell wie ein Standardmensch, der auch rennt. Warum das so ist, muss ich mir noch ein bisschen Überlegung machen, müssten wir auch ein bisschen mehr erforschen, wenn wir den mal einen haben. Durchaus möglich, dass sie sich in einem anderen Zeitbereich befinden oder eine der anderen räumlichen Dimensionen und die Bewegung schneller ist, beziehungsweise aus unserer Sicht schneller, für sie vielleicht normal. Vielleicht sind sie auch deswegen schwarz, weil der Bewegungsunschärfe so hoch ist, ist aber eher unwahrscheinlich. Hinter uns seht ihr das Lasergitter, das habe ich mir in dem Aufsatz entsprechend konstruiert. Und ja, auf meinem Torso seht ihr es jetzt noch nicht, denn der Laser steht unter der Kamera, damit wir ungefähr denselben Blickwinkel zumindest haben. Und ich habe mich für die lange Variante entschieden. Theoretisch wäre für diesen Raum die rechteckige Variante am besten, weil der Raum gleich breit und hoch ist, aber ich habe mich trotzdem für die lange entschieden, weil wir die in der Regel verwenden werden. Und jetzt zeige ich euch das mal. So, ihr seht jetzt einfach den Raum hier bei Dämmerung. Ich stehe neben der Kamera, deswegen seht ihr mich nicht. Und was ich euch zeigen wollte, wenn ich den Aufsatz drehe, kann ich die Form variieren. Also ich mache das jetzt noch so langsam, wie ich das ganz gut kann. Dadurch, dass das ein Prisma ist, kann ich mir den zurechtdrehen, wie ich das gerne hätte. Ich könnte hier auch Linien machen, wie ihr seht. Ich könnte eine vertikale Überwachung machen. Der ist jetzt ein bisschen schräg eingelegt, von daher ist es nicht ganz so. Aber wir wollten jetzt an die horizontale, die unsere Standardsache ist. Nur mit ein bisschen Streuung hätte ich es gern. Weil wir könnten natürlich auch so, wir könnten noch ein grobes Punktmuster machen, das sieht man stärker. Aber der Laser ist stark genug. So. Ich würde sagen, so ist gut. Durchs Restlicht dürfte man mich schon ein bisschen sehen. Das ist wie gesagt in der Dämmerung gerade. Und ich gehe jetzt einfach mal hoffentlich aus Sicht der Kamera raus und laufe vorbei. Und dann seht ihr das ganz gut, wie ich, der jetzt ein schwarzes Oberteil, wie man anhat, ein bisschen durch die Punkte besser erhellt wird. Und eine Schattenperson sollte eventuell auch auf diese Weise sichtbar gemacht werden.
So, was wir als nächstes machen ist, ich gehe ungefähr an dieselbe Stelle und halte diese Klarsichtfolie rein. Das sieht jetzt natürlich verschwommen aus, weil ich es direkt vor die Kamera halte und die Reflexion der Lichtpunkte sozusagen an der Wand mit abdunkle. Aber wenn ich dann dahinter gehe, dürfte man besser sehen, warum mache ich das jetzt mit der Klarsichtfolie? Viele Geister sind nicht korporal, also nicht nur körperlich in Form, sondern eher so eine Art, wenn sie denn genug Energie haben, eine Art Plasma zu formen, eher so was halb Transparentes, aber dennoch irgendeine fluide Masse. Und das können wir natürlich nicht darstellen, deswegen versuche ich das jetzt mit der Folie jetzt zu simulieren. Wenn alles gut läuft, müsst ihr jetzt neben meiner Hand die Folie sehen. Es ging um das Punktgitter und de facto, den sollt ihr mitnehmen, das dient dazu, die nicht oder schwer sichtbaren Erscheinungen besser sichtbar zu machen. Und das habe ich versucht, euch jetzt anhand meines schwarzen Urteils und der Folie zu demonstrieren. Ich hoffe, es war für euch interessant. Würde mich natürlich über einen Like freuen. Netter Kommentar ist auch immer schön. Ich höre und sehe gerne, was ihr so über die Videos denkt. Wenn ihr meint, was wir gut gemacht haben, freue ich mich natürlich, wenn ihr uns lobt. Wenn ihr meint, Moment, ich möchte hier aber was sagen, das sehe ich anders, natürlich auch sehr gerne. Wissenschaft lebt auch von der Kritik. Wenn alle dieselbe Meinung hätten, bräuchte ich mir keine Wissenschaft mehr. Und damit sind wir am Ende vom Video angelangt. Ich sage, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal, in den nächsten Videos und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden es auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.